Wir sind hier heute im Landkreis Neunkirchen zwischen Ottweiler und Fürth, dort in Höhe Wetschhausen. Dort gab es vor Ostern einen Hangrutsch an der historischen Ostertalbahnstrecke. Dort ist erdreich unkontrolliert abgerutscht und dort werden wir jetzt mit einer Sprengung den Gefahrenbereich, der entstanden ist, beseitigen. Wir haben beim THW spezielle Sprengberechtigte, Sprengpersonen, die sich in diesem Bereich besonders fortgebildet haben. Die bringen jetzt momentan Sprengladungen an und werden das Gestein und die Erdmassen jetzt gleich kontrolliert heruntersprengen. Wir haben jetzt in einem Umkreis von 300 Metern den Bereich weiträumig abgesperrt. THW-Helfer sorgen jetzt hier für die Sicherheit, dass niemand in diesen Bereich hineinkommt, dass während der Sprengung nichts passieren kann. Gefährlich ist dieser Hangrutsch für die Ostertalbahn. Wenn die an dieser Stelle jetzt noch fahren würde, könnte während der Fahrt das Erdreich runterrutschen und auf den Zug stürzen. Deswegen helfen wir hier dem Landkreis St. Wendel, die uns angefordert haben im Rahmen der Amtshilfe und beseitigen diese Gesteine. Wir haben hier einen Bereich von ungefähr 10 mal 10 Meter, ein Areal mit ungefähr 60 Kubikmeter Material, das wir abtragen. Wir haben teilweise PKW-große Steine, die hier freigelegt wurden durch den Hangrutsch und die gilt es in erster Linie jetzt wegzubekommen. Das ist in erster Linie der THW Ortsverband St. Wendel. Hauptverantwortlich ist der Sprengberechtigte Ronny Bier, der diesen Einsatz auch leitet. Unterstützung haben wir erhalten vom THW Ortsverband in Bitburg, die das Sprengmaterial, die Sprengladungen hierher gebracht haben. Also wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass während der Sprengung und auch jetzt einige Minuten davor sich keine Personen und keine Tiere in diesem Bereich aufhalten. Deswegen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und wir haben in der Nähe auch in ungefähr 180 Meter Entfernung einen Hof, einen Bauernhof. Da wohnt eine Familie drin. Diese Familie wird jetzt durch einen THW-Helfer betreut und muss sich während der Sprengung im Gebäude aufhalten. Wir haben insgesamt 18 Kilogramm Sprengstoff hier an die Einsatzstelle verbracht. Davon wird jetzt der größte Teil bei der ersten Sprengladung verbraucht werden. Und es werden jetzt an der Einsatzstelle die Vorkehrungen getroffen, dass Zünder und Sprengstoff miteinander verbunden werden und dann per Fernzündung, per Auslöser das Ganze ins Rollen gebracht wird.